Hallo und willkommen zurück bei Fallout 4. Wir sind hier gelandet in Jamaica Plain und sind auch schon im Rathaus und dürfen hier noch ein paar Sachen looten. Aber ich sehe gerade, hier ist ein Schuh. Okay, es geht drauf. Okay, es ist richtig Schlimmes. Hey, aber Kate. Nein, mach du das mal. Da. Kriegst du das auf? Mach ich. Versuch doch mal dein Glück. Werd ich den Leuten kurz sagen, was abgeht. Ja, wir sind in der letzten Folge mehrfach gestorben, leider. Aber jetzt auch in Jamaica Plains endlich angekommen. Eine kleine Herausforderung. Mal sehen, und was wollen ich im Rathaus nach dem Schatz von Jamaica Plains suchen. Verdammt! Das Schloss macht mich ganz verrückt. Geschafft! Du kannst dich gerne bedanken. Super. Das Schöne ist, wir haben eine Todeskralle besiegt und mehrere Ghule, nachdem die uns besiegt hat. Oh, das war eigentlich ganz geil. Was soll ich das bekommen? Wo bist du schon wieder? Hau dich wieder ab. Hey. Ja? Oh. Und ich dachte, du wolltest kuscheln. Ja, kuscheln ist auch schön, aber ja, erstmal ganz kurz deine Klamotten. Was hast du denn jetzt bei dir an? Du bist jetzt rechtes Bein. Okay, pass auf. Ich habe für dich ein 9-9 gepolstert abgedunkelt. Du bist aber auch, du bist rechtes Bein, pass auf. Dann ziehst du bitte das an, weil das ist stärker als das da. Das kannst du mir wiedergeben. Linkes Bein. Hier ist mit Taschen. Das ist Torso, ne? Gar nicht, okay. Nein, ich. Hey! Hoffentlich ist es. Habe ich jetzt alles weggenommen? Kann das sein? Ich hab da alles weggenommen, ich Idiot. Okay, du kriegst eine 10 mm Pistole. Kommt, du hast die, du hast ein bisschen mehr Schaden. MBS-Verstärker kannst du wieder haben, die brauche ich auch nicht. Das brauchst du nicht. Das brauchst du auch nicht. So, du kriegst das abgedunkelte. Rechte Bein, das kannst du auch anziehen. Oder rechte Bein, ne? Ja, rechte Bein, genau. So, du bist der Harnisch. Den kannst du auch kriegen. Was haben wir hier? Noch ein rechtes Bein. 5-5, okay. Und linkes Bein kannst du eigentlich auch rein. Pass auf hier. So, die Pistole rüstest du aus. Dankeschön. Jetzt hast du ein linkes Bein, das rechte Bein und ein Haarlicht. Die fehlt noch Arme. Links und rechts. Habe ich leider nicht. Ansonsten kann ich dir auch nichts geben, außer noch ein paar Haarklammern. Die waren hier auch noch gerade dabei. Pass auf, du kriegst von mir wieder. Kann ich einfach. Nicht okay. Du kriegst hier 15 H-Klammern. Oder 16, ist egal. Ansonsten kann ich dir nichts weiter geben, was für mich wichtig wäre. Dort brauchst du nicht, Besonders kann er auch nicht, Babyrassel auch nicht. Ist das wert? Glückwunsch, du hast ein bisschen Equipment bekommen. Und jetzt sperre ich noch das Terminal. Oder entsperre ich das Terminal. Versuche zurückgesetzt, den Falschantrag entfernt. Sehr gut. Das wieder ein Falschantrag, sehr schön. Noch ein Falschantrag. Noch ein Falschantrag. Ich glaube, mehr habe ich hier auch nicht bei. Deswegen. Kanister. Governor. Okay, das R am Ende könnte passen. So, hat das zusammengehängt? Ne, das R höchstens, okay. Haben wir nicht. Das E ist hier drin, das wäre schon mal nicht hilfreich, wenn da ausgehen würde. Tioana könnte funktionieren. Okay, da platzt es eh nicht mehr. Oder kannst du das? Hey! Sag, was du brauchst und ich kümmere Guck mich Guck dir auch. Das an! Sorry, geht nicht. Okay. Das ist nicht so den Computer, ne? Gut. Visitors. Okay.
nur auf 2 und Error 3 raussuchen, klappt auch nicht. Wobei, eigentlich habe ich da, glaube ich, die höchste Erfolgsquote, wenn ich das so versuche. Naming, was haben wir hier? Favorite. Even. Ja, so. Ah, siehst du das schon. Ansprache zur Schatzausstellung. Abschlussansprache zur Schatzausstellung. Vierter Entwurf. Liebe Freunde, Nachbarn und verehrte Gäste. Wir haben uns hier versammelt, um der Schätze von Jamaica Plain zu gedenken. Unsere Gemeinde mag zwar klein sein, doch sie ist reich an Geschichte. Reich an Kultur, reich an Erinnerungen. Und um dieser Erinnerung willen übergeben wir jene Schätze der Erde, auf das kommende Generationen zurückblicken, sich daran erinnern können, wo wir standen und erkennen, wie weit sie gekommen sind. Bittgebet, Pastor Warren. Versiegungszeremonie, gemeinsames Essen, South Lawn. Budgetausstellung. Stadtteilbudget Jamaica Plain, Geschäftsjahr 2077, vom 1.10.76 bis 1.10.77. Einnahmen. Grundsteuer 190,49 Millionen Dollar. Einkommensteuer 87,16 Millionen Dollar. Finanzausgleich 148,87 Millionen Dollar. Lizenzen und Gebühren 136,09 Millionen Dollar. Gesamt 562,61 Millionen Dollar. Ausgaben. Gehälter und Beihilfen 291,68 Millionen Dollar. Laufende Kosten 169,01 Millionen Dollar. Verwaltungskosten 75,36 Millionen Dollar. Sonderfonds für Schatzausstellung 38,79 Millionen Dollar. Gesamt 574,84 Millionen Dollar. Im Endeffekt haben wir 12 Millionen Dollar Schulden gemacht. So, Selbststeuerung, unwichtig, das hilft mich. Hoffentlich hilft das, was du da tust. Jo, und jetzt ab in den Keller. Juhu! Na ja, gut. So. Gucken, was hier unten abgeht. Ich will Schätze haben. Nachher ist es bloß ein kleines Dokument mit Willkommen im Jamaica Plain, dem schlimmsten Ort der Welt. Dann geht's rein. Die Tür ist bestimmt verschlossen, wie ich dich kenne. Heilige Scheiße, mach die Lichter aus. Okay, ist nicht verschlossen. Ja, tut mir leid, die Lampe kann ich nicht ausmachen. Eine Coca-Cola. Oh, I see. Ah, ein flammendes Inferno. Terminal des Hausmeisters. Ich glaube, der wird sauer sein, weil ich dem seine Bude unterm Arsch gejagt habe. Ja, hoffentlich nicht. Ja. Terminal des Hausmeisters. Jamaica Plain, Büro des Hausmeisters. Anlagenstatus. Elektrizität, Fehler, Notfallbonus. LK, Fehler, Problem mit der Belüftung entdeckt. Schätze, normaler Betrieb mit Reserveenergie. Gebäudeverwaltungsprotokolle. Bitte eine Protokolldatei zum Anzeigen auswählen. Der 31.07.2077. Der Rat hat heute endlich Renovierungsarbeiten am Keller genehmigt. Hat ja auch lange genug gedauert. Gut, dass endlich mal diese undichten Rohre rauskommen. Und vielleicht kann man ja auch die Klimaanlage auswechseln. Damit sie nicht mehr jeden Tag zusammenklappt, wenn es über 30 Grad warm ist. Ich bin es leid, das verdammte Ding zu reparieren. 22.08.77. Ich habe einen Anruf gekriegt, dass ich die Lampe im Pausenraum reparieren sollte. Die gesamte Belegschaft hat gewartet. Wie sich herausstellte, habe ich heute mein 25. Jubiläum bei der Stadt. Hatte ich fast vergessen. Es gab dann einen Kuchen und so weiter. Schwer zu glauben, dass ich mich diese ganzen Jahre über im Keller verkrochen habe. Naja, wenn die Renovierung abgeschlossen ist, dürfte es hier wesentlich netter aussehen. 12.09.77. Die Bürgermeisterin hat den Verstand verloren. Die gesamten Gelder für die Renovierung werden in ihr Lieblingsprojekt umgeleitet, diese lächerliche Schätze-Ding. Erst heute haben sie alle aus meinem Lagerraum rausgerissen und begonnen, einen Marmorboden zu verlegen. Doch da geht's ja wohl nicht mehr. Was will sie denn darin lagern? Goldbahn? 28.09.77. Ich schwöre, dieser Mist wird jeden Tag schlimmer. Sie bedrängen mich immer wieder, bei dem Projekt mitzuhelfen. Aber ich will damit nichts zu tun haben. Es ist schon schwer genug, hier überhaupt alles am Laufen zu halten. Am ersten kalten Tag im Herbst fiel die Heizungsanlage komplett aus.
Ich habe reichlich Beschwerden erhalten, aber wenigstens war die Temperatur nicht allzu niedrig. Wenn das noch ein oder zwei Monate weitergeht, werden sie sich wünschen, dass sie vielleicht doch was von dem Geld für die Wartung ausgegeben hätten. 4.10.2077. Letzte Woche waren es Protektrons. Heute musste ich so ein dutziges Lasersicherheitssystem einrichten. Das Ding ist ganz schön empfindlich und mein Haar wäre dabei draufgegangen. Ich verstehe es nicht. Sie haben mehr als die Hälfte des Kellers mit diesem dummen Teil belegt. Die Decke ausbessern oder die Wasserleitung reparieren können sie aber nicht. Die ganze Arbeit wird umsonst sein, wenn das Gebäude darüber zusammenbricht. Ich kann gar nicht glauben, dass der Rat dem zugestimmt hat. 18.10.77. Heute haben sich ganze drei Besucher die Schätze angesehen. Ich bin überrascht, dass es so viele waren. Ich dachte, keiner würde durch die Sicherheitsüberprüfung kommen. Die Bürgermeisterin hat versucht, für den Rat gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Aber die Stadt hat so viel Geld für diesen unnützen Kram verschwendet, dass ich mich nicht wundern würde, wenn alle abgesetzt werden. Ich versuche erstmal, die Rohre dicht zu halten und dafür zu sorgen, dass keine Touristen in mein Büro laufen. 23.10.77. Ich habe es gehört. Draußen ist es schlimm. Ziemlich schlimm. Das rückt alles irgendwie wieder ins richtige Licht, oder? Heute Abend wird es keine Zeremonie geben. Die Bürgermeisterin ist wahrscheinlich schon tot. Ich schließe hier alles ab und versuche dann zu verschwinden. Das ist das Seltsamste, was ich jemals gesehen habe, aber vielleicht hat das ja für irgendwen eine Bedeutung. Irgendwann. Und dieses Irgendwann ist jetzt, würde ich sagen. Da habe ich noch ein paar Sachen mit dir. Ja, mal gucken, ob ich hier oben was. Okay, wir müssen auf jeden Fall da hinten rein. Lass mich raten, hörst du? Ich könnte sie entsperren. Das ist schon mal viel wert. Das Klemmbrett. Ja, das finde ich ja nicht unbedingt an. Entschuldigung. Willkommen zu den Schätzen von Jamaica Plain. Das Sicherheitssystem ist aktiv. Bitte zeigen Sie uns die Karte finden. Die könnten auch ein Schild aufstellen, auf dem steht, hier gibt's wertvolle Beute. Kann ich den? Okay, der Eimer passiert nichts. Gut, wir müssen die Karte finden. Wir vielleicht doch mal schief drum drum gucken. Schiffschlüssel. Na gut, das steht am Markt, ist gut, ne? Verdammt! Ist hier jemand mit einem Bulldozer durchgefahren? Wahrscheinlich, ne? Sieht so aus. Also ja gut, das ist nicht recht mit einem Bulldozer, aber er hat auf jeden Fall schon der Teufel gewütet. Kann ich mal hier ganz viele Schränke geschwühlen? So. Was drin? Brauche ich noch einen? Und ein Expert-Safe. Ohne Patrone, Schuhpatrone, Gabel. Besser als nichts, würde ich sagen. Auf jeden Fall nicht hinterm Lasernetz. Hier ist ein Protektron-Raum. Also der Protektron-Raum, von dem der Hausmeister geschafft hat. Auf welchen kann ich die Protektrons umjodeln? Sicherheitsterminal entsperren. Strength. Okay. Captured. Genau funktioniert auch nicht. Okay. Scrubbed hat ein S. Das geht schon mal nicht.
Illegible, keine Ahnung. Würde auch noch funktionieren. Cool. Sehr schön. Achtung, dieser Projektor wurde in den Modus maximale Sicherheit versetzt. Bei allen Zielen, deren visuelle Identifizierung fehlschlägt, kommt tödlich Gewalt zum Einsatz. Persönlichkeitsmodus auswählen. Kann ich euch nicht einfach anfangen? Bei Standard dürfte eigentlich nichts passieren, oder? Na gut, ich muss ja nicht freilassen. Schätze Zugangsterminal entsperren. Ah! Ach, das ist dieses Laserding, alles klar. Einsteiger. Na denn, Docks. Ein. Das könnte passen. Ein bisschen was zum Aufmöbeln hier. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Einfach so eine Brücke setzt, sehr schön. Falscheinfahrt. Falscheinfahrt. Sehr gut. Mehr haben wir wahrscheinlich. So, Boss hatte 1. Wir werden Docks ganz Boss. Den haben wir Sys. Bits hatte Boss. Was ist das hier? Leis würde gehen. Bin durch. Okay. Sicherheitstür. Öffnen. Dem dürfte eigentlich alles erledigt sein, oder? Hackversuch festgestellt. Bitte bleiben Sie, wo Sie sind. Das Sicherheitspersonal ist in Kürze bei Ihnen. Geben Sie sich zu erkennen, Eindringling. So, und jetzt kommt das Schöne da ins Spiel. Geht, komm zurück. Psst. Schau mal nach. Jetzt aber raus, du. Auf was tut sich gerade? Hallo. Warte mal, bis 2. 20 Gunko. Ja, war das nicht? Oder 20? Aber das ist nichts. Waterkamera, Lüfte. Scheiße, soll das ein Witz sein? Nach allem, was wir durchgemacht haben, ist dieses Teil der Schatz? Die Schätze von Jamaica Plain. Schatzbestand. Anleitung für Holobänder. Dies ist ein Holoband. Holobänder sind Speichermedien, auf die Sie per Laser zugreifen können. 2077 haben wir Holobänder benutzt, um Audioaufnahmen zu erstellen und Daten wie etwa Musik, Tagebücher und sogar Spiele zu speichern. Dies mag Ihnen 200 Jahre später primitiv erscheinen, zu unserer Zeit handelte es sich dabei aber um eine verbreitete und beliebte Technologie.
Du kannst Holobänder mit dem Terminal auf diesem Tisch abspielen. Drücke die Ladentaste, leg das Holoband in den Schacht ein und verschließe ihn. Die Wiedergabe sollte automatisch erfolgen. Was bei... Nächster Schläger der World Series 2076. Bingo. Kleine Chance darauf, Gegner wegzuschleudern. Das ist jetzt der Special Jugendliga Baseball. Meisterschaft Bodenkegel. Derby-Sieger Spitzhack-Auto. Okay, das sind geile Sachen. Wunderhose, saures Kunstkleid. Ich glaube, erstmal alles weg hier, das ist gut. Außer die Bücher. Die Bücher will ich nicht. So, hier, Stimpack. Stimpack. Geometrischer Scanner, Flasche, Flasche. Jugend voran, Jugendwurst. So, nimm das noch mit und das noch mit. Schätze-Terminal. Über dieses Terminal können die Holobänder abgespielt werden, die Teil dieser Ausstellung sind. Bitte legen Sie ein Holoband ein, die Wiedergabe startet dann automatisch. Dann die Schätze von Jamaica Plain. Willkommen zu den Schätzen von Jamaica Plain. Innerhalb der Wände dieser... Okay, das ist ein Audiolog. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt ablaufen lassen. Dann machen wir es über unser Ding hier. Dann machen wir erstmal Jamaica Plain. Ne, Schatzliste war das, ne? Schatzbestand da. Das dürfte ein Textdokument sein, theoretisch. Allgemeine Ausstellung. Anleitung für Holobänder, Begrüßungsnachricht der Bürgermeisterin, Audio-Holoband, Schatzbestand, Datenband, Terminal mit Holoband-Abspielgerät, Globus. Schatzbestand? Terminal mit Holoband-Abspielgerät. Ah ja, ist das genau? Begrüßungsnachricht, genau, haben wir. Globus, Flagge. Na gut, das sind alle Sachen, die wir nicht brauchen. Nachricht und Literatur. Ja, okay, ist alles bloß. Der Baseballschläger war ganz geil gewesen. Aber ansonsten ist das alles andere nicht so wichtig gewesen. Dann Jamaica Plan. Ich schätze. Ja, lass mal hören. Willkommen zu den Schätzen von Jamaica Plan. Innerhalb der Wände dieser Zeitkapsel findet ihr unsere Nachfahren, die Gegenstände und Erinnerungsstücke, die uns im Jahr 2077 wichtig waren. Euch, die ihr 200 Jahre in der Zukunft lebt, mögen diese Relikte kurios erscheinen, aber wir hoffen, dass sie euch an unseren Platz in der Geschichte erinnern und an den euren. Wie wir das Fundament für die Welt gelegt haben, in der ihr lebt, so legt ihr ein Fundament für kommende Generationen. Möge diese Zukunft strahlend sein. Im Namen von uns allen im Jahr 2077 wünsche ich euch alles Gute. Hier spricht Bürgermeisterin Alyssa Park für die Stadt Jamaica Plain. Kate? Wie bist du da reingekommen? Die Alte schmuggelt sich durch die Wände, alles klar. Ja, Gott, noch eins. Hier, Sabotage. Warte. Recurrence. Ich will passen, ne? Zwei bestimmt. Das wär's. Ja, mehr brauchst du nicht. Ja, also. Wie auch immer du das geschafft hast, Kate. Das hätte ich jetzt gerne mal gewusst, wie du dich durch die Wand durchbacken konntest. Dass sie mehrere sind. Wenn ich dieselbe Funktion. Was ist damit? Das Deckenschießen wäre eigentlich geil, ne? Was Schnelleres. Ah,
schneller, aber wegen dem Kampfkraft aus, egal. Hast du auch Energie abgeschossen, ne? Okay, den kriegst du auf Grasteile. So. Aber ich bin ein bisschen benebelt. Das war so nicht gut für alles ein bisschen Loot, ne? Wird noch bemerkenswert, dass sie hier durchkam ohne weitere Probleme. Danke, das habe ich gebraucht. Ja, ich weiß. Hast du kurz Zeit? Ich möchte dir was sagen. Nur zu. Leg los. Das weiß ich zu schätzen. Als Tommy mich zu dir geschickt hat, dachte ich, ich würde dich hassen. Nicht nur, weil du meinen Vertrag übernommen hast, sondern weil ich dachte, dass du mich herumkommandieren würdest, als wäre ich ein Dienstmädchen. Nee, bisher hast du mich aber wie eine Freundin behandelt. Mann, du warst richtig nett zu mir. Ich möchte nicht undankbar sein, aber deine Freundlichkeit macht mich nachdenklich. Wenn ich eins im Combat Zone gelernt habe, dann das. Niemand tut etwas, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Aber gleich mich nicht mit ihm. Graue Gegend, sarkastische. Das erwarte ich wohl. Vergleich dich mit ihm. Du vergleichst mich mit diesem Pöbel. An diese Verlierer, die dort alles verdrecken, kommst du gar nicht ran. Ich habe 3 Jahre im Combat Zone gelebt. Es hat nach Kotze und Pisse gestunken. Aber es war mein Zuhause. Ich konnte dort ein paar Kronkorken verdienen, hatte mein eigenes Bett und 3 warme Mahlzeiten am Tag. Dann kamen die Raider und haben dort alles an sich gerissen. Du kennst sie ja. Nicht gerade sanfte Typen. Als sie da waren, musste man ständig aufpassen, nicht plötzlich zusammengeschlagen und ausgeraubt zu werden. Oder noch schlimmer. Ich hatte schnell verstanden, dass ich meine hart verdienten Kronkorken einsetzen musste. Freunde zu kaufen machte das Leben leichter. Deshalb warte ich wohl darauf, dass du mir deine Rechnung stellst. Verstehst du? Mach dich nicht lächerlich. Du schuldest mir gar nichts. Du schuldest mir gar nichts. Mir fällt es sehr schwer, dir das zu glauben. Ich sag dir mal was. Gib mir etwas Zeit, dann überlege ich mir eine Gegenleistung. Ich bin kein reiches Mädchen, aber wir werden uns bestimmt einig. Wozu sind Freunde sonst da? Ich mag einfach momentan deine Gesellschaft. Nur ohne weiteres. Ist cool. Gesellschaft gefällt mir gerade aktuell. So, jetzt haben wir alles durch. So, wir wechseln wir für uns aufs Twitchchen. Aufwerten. Jetzt bin ich aber gespannt, ob noch irgendwas außerhalb der Gegend passiert, wo wir die Schätze entdeckt haben. Aber um das herauszufinden, werden wir wohl bis zur nächsten Folge warten. Deswegen sage ich danke fürs Dabeisein und fürs Zuschauen. Und dann hören und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao.